Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich war ja vor einigen Monaten mal in Berlin unterwegs. Da war ich wirklich schockiert und ich spreche jetzt wieder das aus, was sehr viele Menschen überall in unseren Städten, auf den Straßen denken. Ich habe selten so viele dicke Autos mit einem ukrainischen Kennzeichen gesehen und das, obwohl wir nach wie vor über 700.000 Ukrainer im Bürgergeldbezug haben, wirklich auf Kosten unserer deutschen Bürger und Steuerzahler. Und da stellen sich viele Menschen natürlich zu Recht die Frage, wie das sein kann und warum denn hier keine Eigenmittel auch mal herangezogen werden. Und genau das wollte ich auch wissen. Ich habe eine kleine Anfrage an die Landesregierung gestellt. Wie oft kam es denn vor, dass mal eine Vermögensfeststellung gemacht wurde? Wie oft wurden mal Eigenmittel herangezogen? Und wie oft gab es mal eine Leistungseinstellung? Das heißt beispielsweise, wenn jemand im Antrag falsche Angaben gemacht hat, betrogen hat etc., wie oft wurde das dann mal unterbunden? Und wissen Sie, was die Antwort der Landesregierung war? Das zähle ich Ihnen heute ganz exklusiv hier und heute. 0 Euro wurden eingezogen. Es gab keinen einzigen Fall in diesem ganzen Bundesland seit 2022, wo Eigenmittel herangezogen wurden oder wo eine Leistungseinstellung nach falschen Angaben erfolgt ist. Und ich sage mal, bei tausenden Anträgen halte ich die Wahrscheinlichkeit, dass das richtig ist, ebenfalls für null. Das ist eigentlich unmöglich. Es ist ein politischer Willen zulasten unserer deutschen Bürger und Steuerzahler, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ein paar Fakten noch dazu. Ich habe es ja gerade gesagt, 700.000 im Bürgergeldbezug. Nur ein Viertel derjenigen, die arbeiten könnten, machen es auch. In den Niederlanden sind es über 75%. In Polen sind es über 80%. Und warum? Da gibt es 3 Monate Geld. Und wer danach keine Arbeit hat, der fliegt aus dem Sozialsystem raus. So müsste es laufen und nicht anders. Das ist der einzig richtige Weg, liebe Freunde. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin ja hier. Man muss ja, genau so ist es ja. Man muss ja ein bisschen unterscheiden, der Striegel. Aber mit dicken Autos kennen Sie sich ja auch aus, der Striegel. Habe ich ja schon mal gesehen. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, und eine Sache möchte ich unterstreichen. Der heutige Antrag, und das ist ganz wichtig, der gilt natürlich nicht nur für Ukrainer, er gilt für alle ausländischen Staatsbürger, die in diesem Land Sozialhilfe beziehen, weil es überall der gleiche Anspruch sein sollte. Und deswegen beantragen wir heute 5 konkrete Punkte, die eigentlich jeder mit einem halbwegs gesunden Menschenverstand auch so unterstreichen müsste. Erstens, die Behörden müssen international zusammenarbeiten. Wissen Sie, wie das aktuell läuft? Das läuft so, der Ukrainer kommt in die Behörde, füllt seinen Antrag aus, sagt, er bekommt keine Rente, vielleicht bekommt er eine Rente. Er sagt, er hat kein Auto, vielleicht bekommt er, hat er ein Auto. Er sagt, er hat keine Immobilie, vielleicht hat er eine Immobilie. 80% der Ukrainer haben Wohneigentum in der Ukraine. Und all das muss einfach blind von den Behörden geglaubt werden. Ganz einfach, weil es keine einzige Kontrollmöglichkeit gibt, das zu überprüfen, ob das richtig ist oder nicht. Und das muss man sich mal überlegen in einem Land, wo wir so viel Geld hinschicken, dass sämtliche Behördenkommunikation ganz einfach ignoriert wird. Das ist der nächste Schlag ins Gesicht unserer deutschen Bürger und Steuerzahler. Zweitens, verwertbares Vermögen. Es gibt bis heute keine Definition vom verwertbaren Vermögen in Gänze. Beispielsweise § 90 SGB 12 spricht bei einem angemessenen Fahrzeug von einem verwertbaren Vermögen. Was ist ein angemessenes Fahrzeug? Es ist nicht definiert. Ist ein Porsche Cayenne ein angemessenes Fahrzeug? Ich glaube nicht. Und deswegen brauchen wir eine genaue Definition. Und jedes Fahrzeug, was über diesen entsprechenden definierten Betrag liegt, ist zu veräußern. Und der Gewinn ist unserem Land zuzuführen, damit wir davon die entsprechenden Kosten decken können. Eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit. Drittens, solange nicht abschließend behördlich geklärt ist, ob jemand Vermögen besitzt, ist jeder Euro, der fließt, natürlich als Darlehen zu gewähren. Wenn sich später herausstellt, dass dort betrogen wurde, dass falsche Angaben gemacht wurden etc., ist es ganz normal, dass jeder einzelne Euro auch zurückgezahlt wird. Es ist unser Steuergeld, meine sehr geehrten Damen und Herren. Viertens, es kann nicht sein, dass einige Prüfungsprozesse sich hier über Jahre erstrecken, die Leute absolut unkooperativ sind, falsche Angaben machen, ganz bewusst auch den Menschen ins Gesicht lügen. Oftmals ist es ja auch der gesunde Menschenverstand der Behördenmitarbeiter, die das sofort erkennen und keine Möglichkeiten dagegen haben. Wer betrügt, wer lügt? Da ist jeder einzelne Euro zurückzuzahlen und das Aufenthaltsrecht ist sofort zu widerrufen. Es ist die Heimreise anzutreten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und fünftens, wir brauchen maximale Kontrollmöglichkeiten unserer Behörden. Es kann nicht sein, dass jemand mit einem SUV um die Ecke parkt, dann zu Fuß zur Behörde geht, den Eindruck der Mittellosigkeit erweckt und dann sagt, er braucht Bürgergeld, dann wieder zurück in sein dickes Fahrzeug steigt und die Behörden keine Möglichkeiten haben, irgendwas dagegen zu machen. Und deswegen, Herr Striegel, möchten wir, ist ja wie bei Ihnen, Herr Striegel, ja? Sie gehen ja auch als Grüner hier raus, steigen in den dicken Dieselbus und düsen dann vom Landtagshof. Das ist genau die Doppelmoral der Grünen. Das lehnen Sie auch. Und genau um dem vorzubeugen, müssen wir die Behörden ermächtigen, auch im privaten, persönlichen Lebensumfeld der Menschen auch jederzeit unangemeldet, ohne vorherige Post etc. eine Überprüfung durchzuführen, um im privaten Umfeld auch festzustellen, ob es verwertbares Vermögen gibt, Herr Striegel. Sollte man vielleicht bei Ihnen auch mal machen. So, und als letzten Punkt muss ich ganz kurz zusammenfassen, dass das alles eigentlich selbstverständliche Punkte sind.
Man muss einfach mal gucken, ob das, was Sie den Menschen erzählen, Herr Striegel, mit dem zusammenpasst, was Sie selbst leben. Sie möchten die Menschen hier verbieten, Sie möchten Autos verbieten und selbst düsen Sie mit dem Dieselbus rum. Das ist die gleiche Doppelmoral, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir pumpen Milliarden in ein Land, was nach neuesten Enthüllungen mutmaßlich auf den Anschlag von Nord Stream 2 mitverantwortlich ist, was also quasi mutmaßlich auf einen Anschlag auf die deutsche Infrastruktur mitzuverantworten hat. Wir füttern nach wie vor über 700.000 Menschen vor, die nach 3 Jahren immer noch keine Arbeit angenommen haben. Und dann müssen wir uns von den Behörden auf der Nase rumtanzen lassen. Behördenpost wird ignoriert, nichts wird beantwortet. Das ist ein Schlag ins Gesicht, wie gesagt, unserer deutschen Bürger und Steuerzahler. Wir lassen uns auf der Nase rumtanzen und das muss sofort ein Ende haben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und zum Schluss möchte ich jetzt noch mal ein Thema anbringen, was mich bei diesen ganzen Recherchen zu diesem Sachverhalt wirklich auf die Palme gebracht hat. Erinnern Sie sich noch an die Aussage, Ukrainer dürfen mit 57 in Deutschland in Rente gehen? Da haben die ganzen Faktenchecker gesagt, das stimmt nicht, Frau Hohmann. Und wie ist die Realität? Es ist so, na selbstverständlich, dass Ukrainer mit 57 keine deutsche Rente aus der Rentenversicherung bekommen. Das ist völlig richtig. Und deswegen ist es eine Wortglauberei der sogenannten Faktenchecker. Weil wie ist die Realität? Ein Ukrainer, der mit 57 nach Deutschland kommt und nachweisen kann, dass er in der Ukraine bereits Rente bezogen hat, geht nicht in die Rente, Frau Hohmann, er geht in die Grundsicherung. Er muss nicht mehr arbeiten. Praktisch läuft das aufs Gleiche hinaus. Er ist nicht mehr verpflichtet, arbeiten zu gehen. Er erhält deutsches Steuergeld, braucht nichts mehr dafür machen. Es ist im Prinzip ein Ruhestand mit 57, der nur nicht Rente heißt, sondern Grundsicherung. Trotzdem ist es das Gleiche. Es ist der nächste Schlag ins Gesicht der deutschen Bürger und Steuerzahler, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und was in diesem Zusammenhang auch nochmal ganz interessant ist, diese Gruppe zwischen 57 und 67, die bekommt die Gesundheitskosten beispielsweise bei einer medizinischen Versorgung nicht von den Kassen erstattet, sondern direkt über die Landkreise wird das abgerechnet. Und viele von Ihnen sitzen ja in den Kreisen drinne. Und Frau Ministerin ist ja gleich dran, Frau Ministerin Benne. Sie sitzen ja gerade sehr tief in Haushaltsberatung, weil es ja wieder eng ist, habe ich gehört. Vielleicht können Sie ja gleich mal einen kurzen Einblick dazu geben, wie viele Millionen gerade in den Landkreisen genau dafür ausgegeben werden. Wenn Sie mal mit den Behördenmitarbeitern sprechen, haben die große Sorge, dass wenn Sie mal wirklich komplizierte Fälle in den nächsten Monaten und Jahren haben, dass Sie dann den nächsten Nachtragshaushalt anmelden können, weil Sie die Kreise das einfach nicht mehr stemmen können. So viel zur Faktenlage in diesem Land, so viel zu Ihren Prioritäten bei Ihren aktuellen Haushaltsverhandlungen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dieses Land hier, es wird ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Man unterscheidet nicht mehr zwischen denjenigen, die wirklich Hilfe brauchen, die anspruchsberechtigt sind, und zwischen Hunderttausenden, die einfach unser System missbrauchen und ausnutzen. Unsere grundsätzliche Lösung als AfD ist ganz klar, keine Leistung ohne Gegenleistung, Sach- statt Geldleistung und eine Abschiebeoffensive gekoppelt mit einem vollständigen Wegfall der sozialen Anreize, damit dieses Land endlich wieder vom Kopf auf die Füße gestellt wird. Während jede Kommune hier, wissen Sie alle selbst, um jede Parkbank betteln muss, um jeden Spielplatz betteln muss und die CDU jetzt, wo sparen wir bei den Haushaltsverhandlungen, bei der Kinderbetreuung, Sie möchten jetzt die Eltern weiter belasten, pumpen wir Milliarden in diese Welt, schmeißen wir es nur zum Fenster raus. Es ist der nächste Schlag ins Gesicht. Ich verstehe es einfach nicht mehr. Ich verstehe es auch als Mensch nicht mehr, wie Sie sowas mit Ihrem Gewissen vereinbaren können. Schluss mit diesem Wahnsinn. Kopf anschalten und in den drei östlichen Bundesländern, Sachsen, Thüringen und Brandenburg, kann ich nur jedem mit auf den Weg geben, AfD wählen, um diesem Wahnsinn hier ein Ende zu bereiten. Das darf so nicht weitergehen. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Applaus